Schön, dass ihr heute Abend gekommen seid, um die Geburt von Jesus zu feiern. Ich habe ihm ein Geschenk mitgebracht. Ich habe schon so viele Geschichten gehört, wie er Menschen geholfen und sie geheilt hat. Da kann man ihm gerade heute auch mal eine Freude machen. Aber viele Menschen haben... Am Silvesterabend vor einem Jahr habe ich gesagt, eine Folge dieser Kriege und Krisen ist, dass es weltweit so viele Flüchtlinge gibt wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele sind buchstäblich dem Tod entronnen. Es ist selbstverständlich, dass wir ihnen helfen und Menschen aufnehmen, die bei uns Zuflucht suchen. Tausende wohnen unter Plastikplanen auf den Gehsteigen. Oder schlafen ganz einfach auf der Straße. In der wir leben. Aber es stimmt auch, wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gemeinsam Gesundheit, Kraft, Zuversicht und Gottes Segen für das neue Jahr 2016. Yeah.